Hallo liebe Leute, herzlich willkommen in meiner Brettspielstube zum Bericht vom Brett. Heute, wie man sieht, mit Red Rising von Jamie Stegmaier. Für 1 bis 6 Personen, Alter 14 plus, ja, Alter will ich ein bisschen runtergehen, Zeit 45, 60 Minuten. Ja, selbst zu zweit mit meinem Grübelkumpel, durchaus machbar alles. Was ich mir schlecht vorstelle, ist echt mit 6 Leuten hier drumherum zu sitzen, weil hier sehr viel Text auf den Karten ist. Und das dann über Kopf zu lesen oder lesen zu müssen, stelle ich mir nicht so spaßig vor. Ja, wie man so, wenn man sich alle Videos dazu und so Kommentare anguckt, ist das auch ein Spiel, das mal wieder die Gemeinde ein bisschen spaltet. Mich hat es dann doch ein bisschen positiv überrascht, aber ich schätze, ich werde es doch nicht lange behalten, auch wenn es gerade zu zweit mit meinem Kumpel viel Spaß gemacht hat. Das ist so das typische Spiel für, ja, ist mal schnell erklärt, kann man mal schnell spielen, wenn vielleicht mal jemand kommt, ne, und dieses vielleicht und, also ich glaube, eher verstopft das hier nur meine Sammlung. Wäre sie größer, wäre das was, was bestimmt auch bleiben könnte erstmal. Hat mich definitiv positiv überrascht. Ich hätte weniger erwartet und hier steckt doch mehr Spiel drin, als man denkt. Ja, dazu so ein bisschen ausgeholt. Red Rising ist irgend so eine Roman- oder Buchreihe. Das, ne, das ist das Thema hier, deswegen ist das für Leute, die die Bücher kennen, hier auf jeden Fall, die erkennen die Charaktere wieder und was wir so machen. Das passt halt alles. Dann steckt hier als so Grundmechanismus fantastische Reiche drin, aber halt ein bisschen mehr. Was mir schon wieder sagt, fantastische Reiche macht bestimmt Spaß, mit mehreren Leuten mal zu zocken, aber hat keinen Solo-Modus, also hat schon mal keine Berechtigung für meine Sammlung. Ich hatte mich mal für interessiert. Ja, weil ich glaube, das ist das Gleiche eben bei den Spielen, dass man versucht, seine Handkarten möglichst so zu optimieren, dass sie auch die meisten Siegpunkte bringen. Man startet mit 5 Handkarten. Man kann durch Effekte von anderen Karten mehr Karten bekommen, aber sonst grundsätzlich nicht. Und ab der 8. Karte, die man am Spielende noch hat, kriegt man auch, glaube ich, 10 Minuspunkte. Also sollte man maximal, ist der Anspruch an 7 Karten zu sammeln. 2 Karten mehr kann natürlich auch viel Punkte mehr ausmachen. Aber wenn man das nicht schafft, und da sind wir wieder ein bisschen bei dem Problemchen von dem Spiel, erinnert mich halt auch so an Everdell, wo, wenn man gerade auf bestimmte Karten spielt und sie nicht kommen, man gearscht ist. Hier finde ich es etwas milder, weil man kann ja durchaus hier seine Strategie anpassen und sagen, okay, dann schmeiße ich diese Karte ab. Also Karten loswerden ist ja nicht so das Problem. Halt die richtigen guten wieder dazu zu finden, das ist das Problem. Aber ist schon spaßig. Und außer dieser Kartenoptimierung geht man halt auf dem Track voran. Hier setzt man Würfelchen drauf und die Sachen kann man sammeln. Hat eine beliebige Spielerkombination. Alle 3 Sachen auf 7 getrieben, ist Spielende. Wenn ein Spieler 2 Sachen erfüllt hat, ist auch vorbei. Machen wir mal einen Aufbau. Es werden Spielerfarben zufällig über diese Haustableaus ausgelost. Das hier ist jetzt grün. Ich hätte deswegen hier grün und gelb. Da kommen die Shuttles dort oben hin. Dann kommen hier bei nur 2 Spielern gibt es neutrale Würfelfarbe, die da reinkommt, damit man, hier geht es um Mehrheiten. Man muss jetzt schon mal wenigstens aktuell da 3 Würfel auch reinbekommen, damit man die höchste Punktzahl am Ende für dieses Feld bekommt. Also jeder Spieler das, jeder Spieler kriegt 5 Karten. Im Bot spielt, kriegt der 2 Karten verdeckt hin, statt 5. Man legt hier überall 2 Karten hin, auf die 4 Orte. Wenn man mit dem Bot spielt, nimmt man vorher die ABC-Karten, mischt die, verteilt die zuerst hier drauf. Dann erst die Karten, dann guckt man sich diese Luna-Bonuskarte, die kommt hier hin, an. Hier sieht man A und D korrespondieren. Jetzt muss ich mal kurz für meinen Kopf nochmal hier gucken. Ja, wäre auch und D, aber das passt ja nicht. Ja, macht Sinn, ist doch idiotensicher gemacht. Einfach stumpf ausführen. Jetzt bringt dieser Ort für Luna, weil sie nimmt diesen Herrschaftsmarker nicht, um den sich Spieler garantiert streiten werden. Bis auf einen Ausnahmefall, da nimmt sie ihn doch am Spielende. Kriegt halt denselben Bonus wie hier, das heißt, sie sammelt halt schon mal wahrscheinlich mehr von diesen Dingern, die am Ende 3 Siegpunkte pro Stück wert sind. So. Wenn man dann so fertig ist mit hier überall auslegen,
wären die Spieler schon fertig, glaube ich. Ja, das wäre es im Prinzip. Ja, einer wird auch Startspieler. Gelbe Farbe hat eben als Haustableau-Fähigkeit, dass er immer Startspieler ist, plus ein extra Zug am Ende. Sehr beliebt, wenn nicht, wird das halt ausgetentert. Wer Startspieler ist, kriegt den Marker. So, da wird jetzt nämlich geguckt, liegen hier mehr gerade oder ungerade Basiswerte oben in den Karten. Ja, das ist mal komplett gerade, habe ich auch noch nicht erlebt. Weil jetzt sagt man, wir packen das auf gerade. Und für alle geraden Karten, die der Bot jetzt am Spielende hat, kriegt er halt mehr Punkte als für ungerade. Falls jetzt nur noch ungerade kommen, wäre es natürlich günstig für mich. Er zählt 20 Karten ab. Erstmal versucht er 20 gerade dann zu haben. Also die Höchstpunktzahl, die ihm möglich ist, in diesem Level zu holen. Und sonst würden die weniger wertvollen Karten auch noch was zählen. Ja, kriegt seinen Botstapel. Schön mischen. 4 Karten rausschmeißen. Die mischt man nächstes Mal, wenn der alle ist, wieder ein. Schmeißt aber wieder 4 raus. Und wenn wir schon im Bot sind, wenn der Bot dran wäre, zieht er hier von 2 Karten, führt die nacheinander aus. Mal schnell durchlauf. Das heißt, er legt eine Karte nach D. Er nimmt eine Karte von dem Symbol und weil da Stern ist, triggert er auch den Bonus. Den triggert er halt auch nur, wenn es hier steht. Selbes Spiel hier, er wird eine Karte nach B legen. Er wird aber auch von B gleich die Karte nehmen und kriegt auch wieder den Bonus von dem Ort. Und B ist auch wiederum gerade das, also hätte er jetzt schon 2 Würfel da drin. So schnell könnte es gehen. Tja. Wenn ein Spieler dran ist, gibt es 2 Möglichkeiten. Fangen wir mit der einfachen an, die man eigentlich erst später macht. Wenn einem die Karten hier aber nicht gefallen, kann es auch durchaus sein, dass man das mal früher macht. Nämlich ich ziehe eine vom Nachziehstapel, lege sie irgendwo hin und kriege dann den Bonus von dem Ort. In dem Fall, ne, ist es hier schön farblich kodiert. Gut, jetzt hier links, hier kriegt man den Marker und hier legt man dorthin. Also das ist alles super gemacht. Auch die Karten alles gut erklärt, Material sowieso. Also ich würde jetzt da vorangehen. Die andere Möglichkeit ist, ich würde eine meiner Handkarten nehmen, sie auch hier irgendwo ausspielen, dann triggert aber immer hier die Fähigkeit, die hier unten drauf steht. Der Bot macht sowas nicht. Deswegen nimm die oberste Karte des Zugstapels, verbanne Lysander, also ihn. Hier werden auch Karten verbannt. Die können aber durchaus wieder noch eine Rolle spielen. Außer er ist ihn auf Luna stationiert. Naja, dann müsste man ihn nicht verbannen danach. Also könnte man auch sagen, ich will, dass er rauskommt, ich will nicht, dass er rauskommt. Und danach, außer da, wo man gerade alle hingelegt hat, darf man eine wegnehmen von oben. Und dann kriegt man den Bonus von dem Ort. Alternativ kann ich auch eine hiervon ziehen und kriege als Bonus, was auch immer ich würfel. Das sind halt im Prinzip dieselben Sachen, die es ja sonst auch gibt. Gut, hier gibt es noch die Möglichkeit, dass man eine von einem Stapel auch verbannen dürfte. Ja, eine aufdecken und einfach legen. Das sind die Möglichkeiten, sonst eben den Marker kriegen und so weiter und so fort. Also es gibt nur 2 Möglichkeiten im Zug. Und bei der ersten Möglichkeit hat man auch nochmal 2 Alternativen am Ende, von wo man eine Karte nimmt. Sobald, wie gesagt, hier irgendwas auf 7 gekommen ist, die Dinger, ein Spieler 2 von den 3 Sachen erfüllt oder alle Spieler alle 3 Sachen erfüllt, wird noch zu Ende gespielt, die Runde. Also alle sollen gleich oft dran sein. Wie gesagt, wenn Geld mitspielt, kriegt Geld noch einen extra Zug. Und dann wird gewertet. Weil die Karten haben immer oben und unten einen Wert. Nur auf oben zu spielen macht, glaube ich, eigentlich echt nicht viel Sinn. Gut, das kann man in der ersten Partie machen, wenn man hier gerade noch versucht, das Spiel zu kapieren. Also richtig Punkte bringt es halt immer, wenn man irgendwelche bestimmten Kombinationen von Karten hat. Du brauchst die mit der Farbe ist auch gut kodiert, also was hier unten steht. Nämlich mit Octavia oder Cassius ist auch hier drauf, da sind ihre Farben und Gesichter drauf. Das würde bedeuten, man sollte keine gelbe Karte zusammen mit der auf der Hand haben. Genau, goldene. Und hier sieht man es nochmal. Würde je goldene Karte auf der Hand 5 Minuspunkte bringen. Und hat man eben einen bestimmten Typen, gibt die Karte hier sogar 40 Punkte noch dazu.
Dann gibt es wieder Karten, die sagen am Spielende, du darfst sie behandeln, als wär's dieser Typ. Dann braucht man den Typ nicht. Also da, das ist das, wo auch die Vertracktheit von dem Spiel liegt. Plus das Gefühl, wann spiele ich auf Spielende. Im Prinzip, wenn man eine gar nicht so schlechte Starthand hat, könnte man das direkt machen, damit die anderen keine Zeit zum Optimieren haben. Ja, Spielende waren wir noch, genau. Dann gibt es hier so Punkte. Erstens triggern, auf manchen Karten gibt es Spielende-Effekte, die noch irgendwas machen. Ich glaube, Punkte habe ich noch nie was gehabt, das, was Punkte bringt. Aber es sind schon meistens coole Dinge. Man darf noch eine Karte mehr ziehen. Eben wie gesagt, man kann eine Karte als einen anderen Namen behandeln. Man kann eine Karte noch als eine zweite Farbe behandeln. Das kann schon durchaus sehr wichtig sein. Ja, also alle Karten zusammenrechnen. Dann gibt es hier die Punkte auf dem Track. Ne, der 1, 3, 6, 10, 15, 21. Es steigert sich immer mehr pro Schritt die Punkte. Na gut, hier sind es schon wieder nur 4. Hier bekommt man, wenn man Erster ist, 4 Punkte pro Würfel. Zweiter 2 Punkte, als Dritter 1 Punkt. Haben welche gleich viel, kriegen sie auch gleich 4 Punkte. Also hier lohnt es sich eigentlich nur, wenn man abstauben will, wenn man Erster wird. Und dann natürlich jeder mehr als 7 lohnt sich auch. Wenn man hier nur Zweiter wird und das absehen kann, sind diese 3 Punkte pro Stück auch nicht schlecht. Das ist besser als 2 Punkte dort pro Würfel. Aber das Spiel ist schon recht dynamisch, da muss man halt dann drauf achten. So, was ich noch nicht gesagt habe, wenn man hier dann eine Karte wegnimmt oder jedenfalls den Bonus triggert, der Bot nimmt es nicht, kriegt ein Spieler diesen Herrschaftsmarker. Der ist hier am Ende auch nochmal 10 Punkte wert und außerdem triggert er eure Haustableau-Fähigkeit, die auch mit den Farben gut verknüpft sind. Ne? Grüne Spielfarbe kann hier Würfel hinlegen, die rote Spielfarbe darf sich dann hier einnehmen, blau geht dort voran, also sehr, sehr schlüssig alles gemacht. Deswegen auch gut zu verstehen, bis auf eben Kartenlesen, Kartenfähigkeiten, wie passt was zusammen. Aber sonst ein recht simples Spiel. Ja, eigentlich würde ich unter 14 sagen, um es vielleicht zu verstehen, aber vielleicht auch schon 12. Kommt ja auch immer so auf die Kinder drauf an. Ja, was hatten wir jetzt auch übrig? Ja, wie gesagt, 4 Punkte hatte ich auch schon. Für jede Karte, die man mehr hat als 7 am Spielende, gibt es 10 Minuspunkte. Und das ist auch schon das ganze Spiel. Zum Bot nochmal kurz. Also sehr gut gemacht, lässt sich gut spielen, ist ziemlich klar verständlich. Ja, Anleitung ist auch ganz gut insgesamt. Der Schwierigkeitsgrad, wie der Bot spielt, ändert sich halt gar nicht. Die Level bewirken nur, dass er für seine passenden oder nicht passenden Karten mehr Punkte kriegt. Das steigt halt immer weiter an. Also ich hatte sehr viele Partien, wo es so war, dass er dann auch immer viel passend hatte, aber das ist schon Zufall. Und jetzt meine Vorführpartie war ja, dass er nur 10 passende hatte, also hat er richtig wenig Punkte gemacht. Achso, dann noch hier, es gibt ein paar Karten, 5, die man raussortieren soll, wenn man Solo spielt, weil sie halt ne, so Effekte haben, die ein bisschen schwierig nachzubilden sind, beziehungsweise eben so gar nicht, weil 4 davon kann man wieder reinnehmen und dann steht hier, wie die abgehandelt werden. Weil das meistens was mit Spielerinteraktion ist. Ja, aber es ist auch gar nicht. Ich dachte am Anfang erst, es wird kompliziert, sich das anzugucken. Aber ja, ist gar nicht so. Ich habe auch die 5. mittlerweile reingemischt, weil man muss diese Karten ja auch erstmal überhaupt triggern. Und das passiert ja auch nicht in jeder Partie. Ne? Erstmal, es sind ja sehr viele Karten. Man sieht nicht alle Karten in einem Spiel. Meistens jedenfalls. Somit kann, wenn man auf eine bestimmte Karte wartet, es durchaus sein, dass sie gar nicht kommt. Genau, eine Partie habe ich nämlich so gesagt, ich decke jetzt, ich glaube, es war nicht eine bestimmte, aber eine Farbe habe ich, glaube ich, gesucht. Und ich habe einfach jedes Mal nur aufgedeckt, statt zu spielen, weil sonst war meine Hand ganz okay. Und es kam halt nie die Farbe, bis ich irgendwann halt so irgendwann sage, bringt nichts mehr, ich mache jetzt irgendwas anderes und ändere meine Strategie. Lustiges, funny Spiel, für mich so eher so die Absacker-Gegend, für andere vielleicht dann auch schon ein unterhaltsamer Abend. Wobei wir hatten ja auch 2 unterhaltsame Nachmittage auf jeden Fall. Sprich, für mich ist dieses Spiel dann eher nicht unbedingt eine 8, sondern irgendwas darunter. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, ja, ich kann mir sogar vorstellen, dass jemand eine 10 für dieses Spiel gibt. Vielleicht jemand, der fantastische Reiche mag und dann sagt, wie geil, das ist ja noch geiler, weil es gibt noch mehr Möglichkeiten oder ist ein bisschen vertrackter. Jo.
Haut rein, habt Spaß beim Spielen und guckt bald wieder rein.